Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Mit mir nehmen wir dann gleich. Jo, wir schauen jetzt einfach mal aktuell, was gibt's denn hier? Erstmal bei den News. Da sind wir immer noch bei den Fortnite-Mares. Und da sieht man auch schon den neuen Skin, der jetzt rausgekommen ist. Brains. Brainiac Outfit und Reaper Pickaxe. So. Da sieht man, was ich das letzte Mal angesprochen habe, den Glider Redeploy. Bedeutet also, das hat wahrscheinlich inzwischen ja schon jeder von euch rausbekommen. In Zukunft, jetzt braucht ihr keine Angst mehr zu haben, wenn ihr runtergeschossen werdet, weil ihr den Gleiter jederzeit wieder aufmachen könnt. Ne? Das ist cool. Hier haben wir dann genau das, was ich angesprochen hatte mit diesen speziellen. Ich gehe mal runter. Na, ich. Oder ich ziehe mich einfach mal beiseite. Da haben wir diese Playgrounds Minigames, die ich das letzte Mal angesprochen habe. Also mit diesem Spiky Stadium und mit dem Porto Pirate Ship. Das ist echt ganz nice. Definitiv. So, jetzt bin ich komplett raus. So, also. Ja, das zum einen. Dann gehen wir zurück in die Lobby. Und dann gucken wir mal, was ist denn heute im Item Shop? Da haben wir hier zum einen eben diesen Brainiac. Victory takes Brains. Und das sieht echt cool aus. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, ja, es ist auch nur No-Skin und mit einer anderen Textur drauf. Das stimmt. Das stimmt wirklich, aber. Diese ganzen Zombie-Dinger finde ich echt relativ cool, muss ich sagen. Und ich gebe dem immerhin mal 7 von 10. Und dann gucken wir mal, wie aktuell, also sind ja schon erste Bewertungen reingekommen dafür. Da haben wir hier den Brainiac. 4 von 5 bei 3 Votes aktuell. So, 30 Leute haben sich da schon einen Reminder für gesetzt. So, dann haben wir die Reaper-Sense. Und das Ding ist halt wirklich ein Sahnehäubchen. Also bis jetzt schon richtig, richtig nice. Ich gebe da auch 7 von 10 dem Reaper. Gucken wir mal, wie sieht es denn aus beim Reaper? Wahnsinn. 4,88 von 5 bei 34 Votes. Das ist echt viel. Am 31. Oktober 2017 das erste Mal drin gewesen. 1214 Reminders gesetzt. Also das ist wirklich extrem krass und sind sehr viele scharf drauf auf den Reaper, so wie das aussieht. Ja, definitiv. Wie hört sich denn das Zischelchen an? Müssen wir mal kurz gucken. Coole Sache auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir hier zu einem Emote Fresh. Den finde ich cool. Ich finde den mega cool und das Ding kriegt von mir 9 von 10. Der Fresh.
Gucken wir mal, was hat denn der Fresh an Bewertungen? 4,56 von 5 bei 9 Votes, auch am 16. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 49 Reminders dafür gesetzt. Nice. Dann haben wir hier den C4 Gleiter. Und ich finde den schrecklich. 0 von 10. Sorry, Standardgleiter. Standardgleiter. Und dann auch noch so ein hässlicher. Also, oh, hier 2,5 von 5 bei 2 Votes. 2. Januar das erste Mal drin gewesen. 5 Reminders. Wow. Scheint euch sehr zu gefallen. Und da sind wir mal gleicher Meinung. Tactical Spade. Ah. Ja, 4 von 10. Besonders krass finde ich die jetzt nicht. Jesus, Maria und Josef. Bin ich aber zusammengezuckt. Ein Vote, 5 von 5. 9. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. 12 Mal, zwei Reminders. So, dann der Chromium. Ich finde, der Chromium sieht auch eigentlich ganz cool aus. Und der kriegt von mir 7 von 10. Ich finde, er ist eigentlich ganz nice. 7 von 10 von mir für den Chromium. Also 2,43 von 5 bei 7 Votes. Am 11. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann den Whiplash. Ja. Fünf von 10 für den Whiplash. Und da haben wir 3,88 von 5 bei 24 Votes. Am 3. April 2018 das erste Mal drin gewesen. So, und jetzt kommt der Jubilation. Ist das witzig. Ja. Schon uralt, das Ding. Ist auf jeden Fall ganz cool und ganz, ganz witzig. Dem gebe ich 7 von 10. Und dann gucken wir doch mal. Wo ist er denn? Jubilation. 5 von 5 bei 3 Votes. Am 24. März das erste Mal drin gewesen. 47 Mal eine Erinnerung gesetzt, also beziehungsweise einen Alarm gesetzt. Wenn das Ding rauskommt. Mega geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. So.